Martha. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls, Clive. Jill? Otto hat gesagt, dass ihr Probleme habt. Ärger mit Akasischen? Ein Riesenärger sogar. Nachdem der Himmel dunkel wurde, haben wir von ihnen Besuch bekommen. Es waren so viele. Sie wollten auf den Hügel. Geschafft haben es zwar nur ein paar, aber das waren schon genug. Der Rest ist immer noch dort unten. Wir haben zwar willige Kämpfer, die sie zurückhalten, aber es sind einfach zu wenige. Was denkst du, Clive? Dass wir mitkämpfen sollten. Auf euch ist immer Verlass. Also, ich brauche euch am gefallenen Tor. Dort sind die Kämpfe am schlimmsten. Sagt dort gleich, dass ihr helfen wollt. Die Männer werden sich sicher freuen, euch zu sehen. Schon unterwegs. Glaubst du, es sind so viele, wie Martha sagt? Ja. Meinst du, die kommen wieder? Clive, Verletzte! Wir kümmern uns zuerst um die Akasischen. Die sehen nicht aus wie angeheuerte Söldner. Falls ihr hier stehlen wollt. Nein, ihr irrt euch, Lord Rossfield. Wir sind auf Marthas Geheiß hier. Ihr kennt meinen Namen. Vergebt mir, Milord. Bitte lasst uns alles erklären. Wir gehören zu den Hütern der Flamme. Wades Männer? Aber warum seid ihr hier? Und wo ist Sir Wade? Er ist mit einem Spähtrupp aufgebrochen, um herauszufinden, woher die Akasischen kommen. Verstehe. Bringt die Verletzten zurück. Martha wird sich um sie kümmern. Wir kommen nach. Sie für Banditen zu halten, wirklich. Schöne Belohnung nach ihrem Kampf gegen die Horde. Wann sind Wade und seine Männer eingetroffen? Kurz nach dem Fall von Rosalith. Sie haben mich gebeten, ein paar ihrer Heimatlosen aufzunehmen. Sie wollten gerade weiter, als sich der Himmel verfärbte. Und von da an saßen wir im selben Boot. Martha! Ärger! Der Spähtrupp ist fast am Lift! Aber die Akasischen sind ihnen dicht auf den Fersen! Und sie haben Verwundete dabei! Sie schaffen es nicht! Verdammt nochmal! Wir übernehmen das, Martha. Kümmere dich um die Verletzten. Wer noch kämpfen kann, soll zum Lift kommen. Mach ich. Passt auf euch auf. Meine Brüder! Was? Diese Kreaturen! In dieser Welt.
Knappe, bring all die, die noch laufen können, mit dem Lift zu Martha. Was ist mit... Das war ein Befehl, Oscar. Sir. Sir Wade. Lord Rosfield. Was für ein willkommener Anblick. Martha meinte, ihr könntet Hilfe gebrauchen. Und wie es aussieht. Wir wollten uns vorbeischleichen. Wir wussten nicht, dass es so viele sind. Wie denn auch? Hinter euch! Mist! Die Verletzten sind hier nicht sicher. Können wir ihnen Zeit verschaffen? Wir können es versuchen. Kämpft ihr mit uns, Sir Wade? Aber immer. Dann tun wir unsere Pflicht. Bahamut! Bahamut! Jemand verletzt? Ich glaube nicht. Schon wieder habt ihr mich aus den Flammen gezogen. Ein Jammer, dass sie mich magisch anziehen. Ihr seid nie vor Gefahren zurückgeschreckt, Sir Wade. Ihr seid ein Schild, durch und durch. Wie ich sehe, seid ihr unversehrt. Martha! Ist was passiert? Die Späher haben Rauch über Eastpool aufsteigen sehen. Dicht und schwarz. Eine zweite Horde. Also bringen wir es zu Ende? Immer. Wir gehen sofort nach Eastpool. Könnt ihr euch um die Verletzten kümmern? Das schaffen wir schon. Ich folge euch, sobald ich kann. Viel Glück. Was mache ich hier?
wollen zur Rast. Wir müssen sie aufhalten. Die anderen sind noch nicht bereit. Verzeiht, Milord! Habe ich was verpasst? Nur Runde 1, Sir Wade. Bereit? Seht ihr noch welche? Nein. Ich glaube, das waren die letzten. Es wird nicht lange dauern, bis die nächsten kommen. Dann kehren wir zurück, solange wir noch können. Was habt ihr gefunden? Das gleiche wie Sir Wade. Reichlich Akasische. Nun, woher sie auch kamen, jetzt sind sie weg. Die Späher sagen, das Tiefland ist sicher. Hoffentlich haben wir Zeit, unsere Wunden zu lecken. Wie viele Kämpfer sind verletzt? Dank euch viel weniger als befürchtet. Ein Glück. Der Sieg war hart erkämpft. Doch solange der Himmel finster bleibt, wird die Zahl der Akasischen nur weiter zunehmen. Die Frage ist nicht, ob die Horde zurückkommt. Nur wann? Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit für sie sein. Von hier können wir die Umgebung überblicken und uns gut verteidigen. Wir sollten die Rast als Stützpunkt nutzen. Was meinst du, Martha? Du hättest mehr Männer zum Schutz. Nun, wenn du es so sagst, natürlich können sie bleiben. Milord, ich möchte euch jemanden vorstellen. Oscar, komm her. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, Lord Rossfield. Ich bin Oscar. Oscar vom Haus Murdoch. Murdoch? Ich wusste nicht, dass der Kommandant Kinder hat. Oh, hat er nicht. Aber sein Bruder
Mein Vater schon. Ich bin Sir Rodneys Neffe. Na nun, mach schon. Du musst ihn selber fragen. Ja, Sir Wade. Wenn es euch beliebt, Lord Rossfield, nehmt mich bitte als euren Knappen. Ich möchte die Pflichten eines Schildes vom Besten lernen. Ich muss dich leider enttäuschen, Oscar. Aber ich bin kein Schild mehr und ich war nie der Beste. Und Zeit in der Gesellschaft eines Geächteten zu verbringen, scheint kaum angemessen für jemanden, der den Eid leisten will. Tante Hannah hat einmal gesagt, dass ein Mann nicht durch Titel geadelt wird, sondern durch seine Taten. Ihr habt als Nachfolger des ersten Sith viel erreicht und dabei nicht weniger Ehre erworben. Ich würde lieber einem ehrbaren Geächteten dienen, als einem unwürdigen Nicht, dass Sir Wade und die anderen Hüter... Ist schon gut. Wir wissen, was du meinst. Alles, was ich lehren kann, habe ich ihn gelehrt, Milord. Aber ein Knappe? Was hast du denn dagegen? Du warst mal ein Knappe. Sir Rodney würde es sicher gut heißen. Ich werde so viel Nachsicht walten lassen wie dein Onkel bei mir. Anders würde ich es nicht haben wollen. Erst reden wir mit Isabel. Auf der anderen Seite der Mauer soll's angehen. Ich habe es selbst gesehen. Ganz urig. Ich schaffe das nicht. Milord, Milady. Madame hat uns benachrichtigt. Es sollen seltsame Wesen gesichtet worden sein. Mit blauen Augen, ja. Wie Akasische, aber anders. So viele sind tot. So viele. Akasisch, aber anders? Ultimas Schergen. Geht es Madame gut? Wo ist sie? Nicht hier. Sie wollte zur Garnison und fragen, was sie vorhaben, dagegen zu tun. Dann suchen wir sie dort. Vielleicht sollten wir fliehen. Madame, bitte! Diese Wesen haben die halbe Garnison erwischt. Heute Morgen sogar den Kommandanten. Wir haben Verstärkung angefordert, aber seit Tagen kein Wort aus Oriflam oder dem Dominium. Was sollen wir denn noch tun? Eure Pflicht sollt ihr tun. Meine Leute im Schleier vertrauen auf meinen Schutz. Und ich werde sie schützen. Ich trage die Verantwortung, also ist das meine Pflicht. Falls ihr es vergessen habt, für die Stadt und ihre Menschen tragt ihr die Verantwortung. Noch wichtiger ist, sie gehören doch zu euch. Eure Schwestern, eure Brüder, eure Geliebten. Ihr müsst euch entscheiden. Werft eure Schwerter weg und seht uns beim Sterben zu, oder ergreift sie und tut, was ihr könnt. Ihr wisst, dass sie recht hat. Das hier ist alles, was uns bleibt. Was uns noch bleibt, ist unser Leben. Sollen wir das etwa auch noch verlieren? Müssen wir doch gar nicht. Komm, der Kommandant hatte doch ein Fass auf Vorrat. Lass uns bei einem Weinchen reden. Von mir aus. Ich spreche mit Ihnen.
Clive. Ich hatte euch gar nicht so schnell erwartet. Daher wollte ich mich selbst darum kümmern. Du hast dein Bestes getan. Aber vielleicht brauchst du ja doch Hilfe. Wie schön, dass du dich fragst, was ich brauche. Wir brauchen eine Ahnung, woher diese Wesen kommen. Wenn man die Überlebenden so hört, könnte man meinen, sie kämen aus dem Nichts. Vielleicht stimmt das. Wer weiß das schon noch in diesen Tagen? Reden wir mit ihnen. Du bist von der Garnison? Was ist passiert? Ich hab Familie in Moor. Ich hab gehört, die Ätherflut nähert sich. Und wollte sehen, wie es ihr geht. Eine Horde leuchtender Monster hat mich überrumpelt. Ich bin geflohen und hab's nie bis zum Dorf geschafft. Überlass das uns. Meine Familie. Papa, und Freunde. Du darfst nicht sterben. Dieses Monster. Hast du die Wesen gesehen, die das getan haben? Wesen? Ja, ich. Sie kamen aus dem Nichts. Erst haben sie Joseph angegriffen, dann mich. Und auf einmal weg. Wo ist das passiert? Auf der Straße von Oriflam. Wir waren in der Nähe von Moor. Als... Wo ist Joseph? Alles wird gut. Ruh dich jetzt aus. Wenigstens wissen wir jetzt, wo sie sein könnten. Gehen wir nach Moor. Danke, mein Mädchen. Live, dort. Schon gesehen. Vorsicht! Wir brauchen Shiva. Nein. Schon dich lieber. Da kommt!
Ob noch mehr kommen? Es kommen immer mehr. Aber hier haben wir wohl für den Moment alles getan. Dann zurück zu Isabel. Wir alle hier danken euch. Es ist nicht vorbei. Mehr werden folgen. Viel mehr. Ihr müsst euch verteidigen. Das werden wir. Das stimmt doch, Kommandant. Ja, Milady. Die Männer stehen bereit. Philipp hat einen Großteil der Garnison davon überzeugt zu bleiben. Fürs Erste zumindest. Als ihm klar wurde, dass sie in Madames Gunst stehen würden, fiel ihnen die Entscheidung viel leichter. Na, nicht gerade die edelsten Beweggründe, aber wenn es das braucht. Für mich war die Entscheidung klar. Ich wurde Soldat, um meine Liebsten zu schützen. Und dazu zählt auch die Frau, die vor mir steht. Stattlich und ein Kavalier. Nun, die Pflicht ruft. Ich muss die Wache einteilen. Milady? Keine Sorge, ich bin nicht dumm genug zu glauben, all meine Probleme wären damit gelöst. Aber wenigstens eines. Also habe ich jetzt eines weniger als gestern. Nochmal vielen Dank, Clive. Unsere Freunde dürften zurechtkommen. Fürs Erste. Otto wird erleichtert sein, das zu hören. Fang! Also wenn du mich fragst, braut sich da was zusammen.